Gutes. Hey ho! Hoi. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hide and Seek. Und das kann ich natürlich alleine. Deswegen habe ich Stylex, Tom, Hattie und Michelle dabei. Und heute ist es soweit. Wir zocken im Kopf von Julian Bam. Woo! Lange Zeit war es ein Geheimnis. Wir haben ja vor, oh, ich glaube schon fast knapp 2 Wochen. Ich dachte, wir kriegen die Folge früher hin, aber hat ein bisschen gedauert. Eine Map umgebaut im Livestream. Und heute zocken wir endlich darauf. Wer den Livestream verfolgt hat, weiß, dass das hier die absolut krasseste Map ist, die wir jemals umgebaut haben. Und deswegen ist übrigens auch Tom wieder heute dabei. Hi, ich bin der Neue. Stylex, du hast da Reis gefunden? Ja! Ganz zufällig? Okay, ich würde sagen, wir legen jetzt los und ihr wisst, was zu tun ist. Wenn ihr mehr Hide and Seek wollt, seid einen fetten, logischen Daumen rum durch. Und jetzt legen wir los. Wer fängt an? Tom? Oder? Tom? Nein, wieso ich? Oh mein Gott, das wär's. Tom fängt einfach an. Na klar, Tom. Hast du denn dich schon vertraut gemacht mit dem neuen Hide-and-Seek-System? Das bedeutet, du bist jetzt Sucher. Es gibt so viele Verstecke. Das wird richtig krass. Also, wir können jetzt so die ein oder andere spannende Runde zocken. Wer den Livestream gesehen hat, Leute, es gibt hier so kranke Verstecke. Aber da Tom jetzt das erste Mal sucht, wie wär's, wenn wir uns alle ein paar einfache Verstecke nehmen? Ja, okay. Ja, wie Michelle schon wieder lacht. Ich hab einfach das Verstecke. 5, 4, 3, 2, 1, let's go! So, du hast jetzt 8 Minuten Zeit, um auf dieser riesigen Map voll mit kreativen, abgespaceden Sachen uns zu finden. Übrigens, ihr habt unter dem letzten Kopfvideo, was wir jetzt in der Runde mal anschneiden können, das war das Versteck in Babys Kopf. Habt ihr so viele Vorschläge reingeschrieben, dass wir die nächsten Jahrzehnte YouTuber-Köpfe und allgemein Köpfe, in denen wir uns verstecken können, bauen können. Ihr könnt, wenn ihr noch eine andere coole Idee habt oder gerne einen Wunsch habt, in welchem YouTuber-Kopf wir uns noch verstecken sollen, könnt ihr die gerne hier unten in die Kommentare spammen. Und jetzt würde ich sagen, Tom, die erste Minute ist um. Wie geht es dir? Ja, eigentlich gut, aber das deprimiert mich jetzt wieder ein bisschen, dass ich keinen finden werde. Aber du guckst dir doch gerade die 10 Arten von Pisten an. Ja, Tom? Ja. Ja? Jetzt sneakst du, jetzt läufst du wieder, ja. Vielleicht bin ich ja ganz in deiner Nähe. Oder vielleicht sehe ich dich nur. Ja, ich glaube nicht, dass du hier bist. Nee, da nicht, aber ich sehe dich. Ich bin immer bei dir, Tom. Warte, wenn du weißt, dass ich da gesneakt habe. Bist du hier die Ratte da? Wir spielen Hide and Seek. Nicht proper. Aber ich rede doch mit dir, nicht Michelle, oder? Klinge ich so weiblich? Michelle steht bei dir? Ist übrigens nicht Tipper und sagt mir im Chat, wo du bist, damit ich dich richtig psychisch verarschen kann. Tom, genau so. Du bist das erste Mal seit 2 Monaten dabei. Und was machen wir? Wir pranken dich. Ist doch logisch. Also Tom, for real. Wir pranken dich nicht und du bist, dort ist niemand, wo du bist. Du hier da drin, wo ich gerade reingelaufen bin? Nein. Hi. Tom, du bist vorne an mir vorbei, als du in den Raum bist. Und die anderen sind alle rausgelaufen als Tipp. Ich bin wirklich der Einzige, glaube ich, der hier in deiner Nähe steht. Gott, Tom, ich bin nicht in diesem Pistenraum. Glaub mir doch einfach, bitte. Ja, okay, ich gehe ja schon raus, ganz ruhig hier. Vielleicht bin ich ja in dem Pistenraum und habe dich jetzt gearscht. Gearscht, oh mein Gott. Vielleicht bin ich ja in dem Pistenraum, Tom, und habe dich nur verarscht. Vielleicht bist du auch gar nicht Logo, sondern Manuel Neuer. Vielleicht bin ich auch gar nicht Manuel Neuer, sondern Michelle. Warum ich? Weil du creepy, ungeduscht und stark behaart bist. Oh. Aber das ist Hattie. Hattie ist das Gleiche. Ungeduscht, ungepflegt, massiv behaart. Alles, was ein guter Holzfäller eigentlich braucht. Hattie klingt männlich. Hattie ist so oder so die männlichste von uns hier im Channel. Da braucht keiner was einzuwenden. Wow, danke für diesen tollen Kommentar dazu. Ich bin weiblich. Wann erscheint denn eigentlich deine Metalcore-EP? Bin ich sogar dabei. Oh, hast du einen Feature-Part mit Michelle? Ja. Mach ich nur Piep. 35. Mai 2028. Okay. Da haben wir doch schon mal ein Release-Datum, würde ich sagen. Gut, Tom, dass du jetzt den unteren Bereich aufgegeben hast. Ich könnte dir ja noch einen Tipp geben, wenn du möchtest, aber du kannst natürlich auch hochgehen. Ja, vielleicht wird es dann nicht so peinlich. Also ich sehe von hier den Asia-Raum und die Webvideopreise bis 2030. Geht das bis 2023? Nee, bis 2024. Nein! Nein, 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 nein. Tom, du musst ihn schlagen. Ach so, okay. Ah, nein! Ich glaube, ich weiß, wo Michelle ist. Seid ihr hier? Hier ist es übelst dunkel. Was ist denn das?
Stylex ist hier. Und Michelle ist auch hier. Ist Hattie auch hier? Nein, ist sie nicht. Dieser Raum hier, der hat mich schon im Livestream verstört. Der ist scheiße krank. Logo, ich glaube, Hattie ist hier unten. Die hat eben gelacht, als ich dich gefunden habe. Ja, dann ist die dort irgendwo. Oder die versteckt sich oben und spielt übelste Psychospielchen mit uns. Ah, das spreche ich doch gerne. Ich habe nicht mal was gesagt und die fängt einfach an zu lachen, weil die dich wahrscheinlich auch rauslaufen gesehen hat. Okay, dann wird sie sich wahrscheinlich unten verstecken. Michelle, du bist doch Meister dieser Map. Wo versteckt sich Hattie? Ich hier schon. Wir haben vorhin über die Map geredet und dann meinte ich, ich habe ein Versteck, das sie nicht kennt. Und sie meinte so, nein, ich kenne alle Verstecke. Kenn ich auch. Ich kenne auch alle, ich habe die meisten hier gebaut. Lol. Das konnte ich doch nicht wissen. Hä, das ist der Kopf von Julian Bam. Wie soll das deiner sein, Hattie? Vielleicht bin ich ja Julian Bam. Oh. Oh. Warte, bedeutet das, dass wir nicht in Julian Bams Kopf sind, sondern vielleicht in Hatties Kopf und Hattie denkt in ihrem Kopf, dass sie Julian Bam ist und dadurch sind wir Julian Bams Kopf? Illuminati! Ich will gar nicht anschlagen, wer als erstes gefunden wurde. Ihr könnt euch verstecken. Ich komme damit klar, okay? Aber bitte reden wir nicht mehr drüber, wenn das hier vorbei ist, okay? Ich rufe dich nachts an und sag, na, du hast ja heute gesucht, ne? Ah, dann denk ich wieder auf. Wahrscheinlich. Das könnte ich dir sogar zutrauen. Nachts, ich schlaf so. Endlich nach einem harten Arbeitstag lege ich mich ins Bettchen, schlaf mich schön aus. Um 3 Uhr morgens klingelt mein Telefon. Du hast heute gesucht. Und dann legst du wieder auf, zack. Okay, gut. 5, 4, 3, 2, 1, go. Ich glaube, ihr seid alle rausgegangen. Oh, Hattie. Ganz ehrlich, was war das denn für ein schlechtes Versteck? Komm raus und such mit. Oh Mann, ich wollte voll den Joke bringen. Was war das denn für ein Joke? Das Versteck habe ich gebaut. Denkst du nicht, dass ich das auschecke? Oh Mann, jetzt können wir doch kein McDonald's spielen. Was wollten wir denn für McDonald's spielen? Wolltest du mir deine ganzen Coupons schenken? Möchte jemand vielleicht einen kleinen Tipp geben? Lustig, oh, Polly, Polly, oh. Komm, feiern wir alle ein Ründchen. Hallo, Gott, Witz gemacht. Oh. Dankeschön, Hattie. Funny, funny. It's my show again. It's a lot of Versprechung. La, 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 la. Mach mich bitte nicht runter. La, la. Meine Stimme ist da nicht zu 100% wieder da. Also es fehlt noch so ungefähr Toms Länge. Ja, habe ich dich gerade schon ganz schön hart gedüst. Das Gute ist, dass ich mindestens Hattie gefunden habe. Das ist eigentlich schon mal eine gute KD, kann man so sagen. Logo ist gebildet. Ich bin gebildet. Ja. Gebildert, ja. Ja, ich bin der Gebildertste hier. Da ist mir eben ein Tornado ausgebrochen. Tom, bitte, einen kleinen Tipp. Ich hab dich doch jetzt OP. Da kannst du mir da auch was zurückgeben. Okay, warte. Ich mache jetzt ganz schnell, gebe ich das jetzt ein. Und wenn derzeit bin ich halt ungesneakt. Wow, das ist dein Tipp? Weil warum hat Julian Bam einen Friedhof in seinem Kopf? Oh, Tom. Alter, Tom. Willst du einmal piepsen dann, ja? Ja, das wird großzügig ausgepiept. Hattie kann piepsen. Jo, wir piepen jetzt in Zukunft immer mit Hattie-Geräuschen aus. Damit die Zuschauer auch wissen, da war was echt Böses am Werk. Immer so eine Hattie-Stimme. Piep. Ich kann besser. Ist hier wieder jemand? Dann ist es echt witzlos. Hatten wir uns nicht ins Skript geschrieben, dass wir uns nicht mehr gegenseitig dumm machen? Ja, das Problem ist, wenn du so dummes Skript schreibst, dann muss ich ja irgendwas machen, damit ich aber ich schreibe die doch gar nicht. Da ist. Was schreibt die dann? Carsten. Nein. Carsten hat das aushilfsweise gemacht. Gisela schreibt die jetzt. Die ist von der Buchhaltung zur Regie gewechselt und jetzt schreibt die immer die Drehbücher für Hide and Seek. Seitdem werden die Folgen halt auch immer beschissener. Hat Gisela Möpse. Er hat 2 kleine Hunde. Ja. Oh mein Gott, jetzt gib bitte mal einen Tipp. Komm, es sind nur noch nicht mal mehr 2 Minuten. Okay, ich gebe jetzt einen, ja. Ja. Ich bin im oberen Geschoss. Oh, wow. Alter, Tom, übertreib bitte nicht. Nicht, dass ich sofort weiß, wo du dich versteckst. Ich weiß eigentlich, wo ihr euch versteckt. Ich wollte nur systematisch Hattie als erstes finden. Ach so. Ja. Übers Auto natürlich kann man auch aufspringen. Ja, Tom, mach noch eine Bemerkung, ich schwöre. Dann wird Gamescom für dich nicht gut ausgehen. Ja, noch ein zweites Mal über das Auto. Ich hasse dich. Wo bist du? Und ein drittes Mal. Tom, wo bist du? Du versteckst dich doch hier irgendwo. Wo zum Teufel bist du? Es gibt kein anderes oben. Hey, ich habe gar nicht runtergeguckt. Es macht halt Spaß, über meinen neuen Ölver drüber zu laufen. Nein! Nein!
lustig war. Wo warst du da oben? Ich in einem guten Versteck. Ich glaube, da gehe ich nochmal rein. LOL! Das hat Michelle gebaut, oder? Okay, wo waren die anderen? Michelle? Du wirst mich niemals finden. Michelle, warum lachst du so? Guck mal da, wo was Rotes ist. Die ist überall rot. Oh mein. Oh. Nein, da wollte ich dich da reinstecken. Da warst du? Mit ihm. Oh Gott. Ja, dein Uronkel, die olle Tanne, kannte ich auch schon. Lassen wir doch mal die Leute entscheiden, wer jetzt suchen muss. Hallo Leute, ich bin's, der neue Moderator von Heid Antesig. Ihr habt nun einmalig die Chance, in den Kommentaren abzustimmen, wer wohl in der nächsten Runde suchen muss. Antwort A hätte ich. Oder Antwort B, Stilex. Schreibt es jetzt in die Kommentare. Slash Start, Hetty! Aber wenn ich jetzt in die Verstecke gehe, die ich hier vorhab, da wirst du mich safely finden. Übrigens, wir haben die ganze Folge noch keine Ansagen gemacht. Ich finde, da ist jetzt ein guter Punkt, Hetty. Wen findest du eigentlich als erstes? Logo! Ich habe noch nicht mal ausgesprochen. Ich habe meinen Satz noch nicht mal zu Ende geführt. Das interessiert mich nicht. Sag mal, auf so einer Skala von 1 bis Serienmörder. Wie eiskalt bist du eigentlich? Ist das so lustig? Ist das so funny? Hey, was gibt's denn jetzt zu lachen? Och, Hetty. Hetty? Hetty ist lustig. Hä? Habe ich den Witz jetzt überhört? Habe ich ihn überhört? Was hat sie denn gesagt? Angst, dass ich was Dummes gemacht habe und das nicht realisiere. Stylex, ist das dein Ernst? Jetzt darf ich mein Versteck wechseln. Hä, wieso? Na, wenn sie dich findet, wie, zu euch? Kann ich raus? Ja. Ist es safe? Ja. Es ist nicht safe. Oh. Man wird einfach nur die Falltür oder so aufgehen. Ja, ich bleib lieber in meinem Versteck. So, und was war jetzt der Witz? Weiß selbst nicht. Keine Ahnung. Ich hab nur mitgelacht. Ist es dein Ernst, Hetty, du lachst über irgendwas, was du nicht mal weißt? A good old joke! So, noch nicht mal mehr 7 Minuten. Dann gewinnen wir alle. Und womit? Au! Wer hat dich als erstes mit Ansage gefunden? Oh. Ich glaube, er hasst dich jetzt. Holt gleich die Peitsche. Yeeha! Peitsche müssen wir doch nicht auspiepen. Hör auf zu piepen. Da müssten wir echt machen. Alle einfach mal piepen. Ja, komm, wir piepen alle mal. Ja! Für mein kommendes Album. Mhm. Karaoke-Nacht in Chinatown. Verdammt, wo war das? Karaoke-Nacht in Chinatown. Dankeschön. Ja, das habe ich schon gemerkt, dass du nicht in deinem Versteck warst von vorhin. Bist du nicht hier, Michelle? Nee. Toll, ich dachte, ich ziehe jetzt voll den großen Hinweis, als du meinst, dass du im Stroh bist. Vielleicht hat sie dich auch geprankt. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Wenn wir Hetty doch weiter provozieren, dann schlägt die uns alle zusammen. Boah, das finde ich sogar geil. Ja. Die Apohörner sind scheiße. Du bist scheiße. Stylex! Stylex, hör lieber auf. Von Hetty. Ja, ich hör lieber auf. Stylex, hör auf, sonst wachst du eines Morgens einfach nicht mehr auf. Apropos morgens nicht mehr aufwachen. Ich habe gehört, bald gibt es wieder Privatmörder. Psst, Sneak Peek. Ich hab's nicht mitbekommen. Ja, das ist gut. Du solltest dir vielleicht mal die Füße waschen, Michelle. Wir sind gewaschen. Wechselst du gerade die Füße mit den Ohren? Nein, du solltest dir die Füße waschen, dass der Dreck nachrutscht. Nee, ich will aber nicht raus. Aua. Wir haben noch 2,5 Minuten Zeit. Wir müssen jetzt Tom finden, sonst gewinnt er das. Nein, Tom, du wirst das 100%ig nicht gewinnen. Wir brauchen jetzt 150%. Wir müssen Tom finden. 2,5 Minuten. Ich gehe mal auf die Toilette. Tom ist irgendwo hier oben. Was? Upsi. Wolltest du etwa cheaten? Michelle van Gisela, was soll das? Michelle van Gisela, Alter. Tut mir ja leid. Irgendwo hier versteckt sich der Schlüppers. I am the one and only guy. Die schlechten Witze für diese Folge hatten wir jetzt eigentlich auch schon voll, Hetty. Das Problem ist, dass Tom in 40 Sekunden gewinnen. Oh, werd jetzt nicht um Pizzen, das wird schon teuer genug. Ich schulde Michelle 996.796 Kugeln Eis und Tom eine verdammte Pizza. Wenn Michelle teilen sagt, bedeutet das, dass sie diese, kennst du diese kleinen Löffel vom
von der Eisdiele. Das meinen sie mit Teilen. Von ihren 936.769 Kugeln Eis bekommst du genau einen Löffel ab. So, Jungs, ich hab gewonnen, ne? Ich ja. weiß, wo du bist. Bist du unter dem Auto? Guck mal. Guck, wo wir eben noch gezeigt das Versteck. So, da ist er einmal reingesprungen aus Versehen. Hä, wie? Und vor allem? Hä? Stylex steht ja gerade irgendwo. Du hast den. Ich hab die ganze Zeit drauf gedrückt. Nee, du guckst das Ding so an und gehst weiter. Nein, ich hab da die ganze Zeit drauf geklickt. Das geht nicht, wenn ein Mensch da drin ist. Michelle, heißt du wirklich Gisela? Ja. Okay, gut, ich weiß, wer jetzt suchen muss. Ey, hört auf, mich zu hauen. Es tut schon genug weh. Und ich weiß, dass heute Abend, oder besser gesagt, heute Morgen, oder nee, morgen. Ich kann nicht mal mehr denken. Habt ihr hoffentlich alle schon ein gutes Versteck gefunden? Ja. Weil in 5 Sekunden geht's los. 4, 3, 2, 1, go! Eigentlich hätte es Tom verdient. Aber ich glaube, Tom hat so viel Glück, weil das erste Mal seit Ewigkeiten wieder dabei ist, dass ich ihn, glaube ich, nicht finden werde, wenn ich jetzt sage, dass ich Tom bin. Da haben wir es doch. Dann such lieber mal die anderen. Also ich sage erstmal Ankündigung Stylex, aber am liebsten würde ich Tom finden. Ja, okay. Akzeptiere ich so. Das ist okay. Gut, dass du das so hinnimmst. Tut gar nicht weh. Ich hoffe, es tut weh. Ich hoffe, es tut richtig dolle weh. Ich hoffe, du wirst heute Abend noch weinen. Werd's überleben. Ich dachte gerade, diese eine China-Lampe, die da runterhängt, ist Hetty. Hab ich mich. Die hängt nicht so ab. Heißt Alex. Wechseln ähnlich. Wen habe ich damit? Ankündigung als erstes gefunden. Dylex! Was ist, wenn ich jetzt sage, dass das Ganze hier ein Prank ist? Also ich habe Michelle das letzte Mal hier gesehen. Dann haben wir uns getrennt. Ja toll, hier dem Goldberg war sie nicht. Hier ist sie auch nicht. Sie hat bestimmt schon wieder das Versteck gewechselt. Natürlich. Wie selbstverständlich sie das sagt. Ja, natürlich. Genau so redet Michelle immer off-cam. Voll das abgehobene Stück. Also ja. Ich... gewinne meistens. Hide and Seek. Boah! Wo war sie? Wo war sie? Wo war sie? Wo war sie? Sie war im China-Raum. Müssen wir das jetzt so betonen? Sie war im China-Raum. Soll ich riechen? Ja, komm. Sag mir, wo du bist! Ich schlag dich zusammen! Zack! Zack! Wie ein richtiger Gentleman. Michael, ich hab einen Pümpel. Hetty, wolltest du dich nicht im Wasser verstecken? Nee. Da könnte man ja sauber werden, Hetty war. Ja, ich mag es lieber dreckig zu sein. Du versautes Stück. Die ist dreckig. Dass Hetty ungeduscht, ungepflegt und massiv behaart ist, haben wir schon mal festgestellt. Oh nein, und Tom gewinnt das einfach schon wieder. Das wird schön, Stylex. Dass du nächste Runde suchst, wird das Highlight der nächsten Runde. Ja, ich dachte, nach ist Schluss. Nein. Oh. Oh. Ja. Falsch gedacht, du musst danach suchen, Stylex. Was dachtest du, wir spielen so lange, bis du suchen musst? Sag doch einfach ja oder nein. Ja. Wow. Ich bin aggressiv bei dir. Wir wissen ja, dass du aggressiv wirst. Michelle saß auch schon mal 10 Jahre deswegen im Knast, wegen schwerer Körperverletzung und zweifachem Mord. Ich laufe hier alles ab. Nein! Ja, wo war er? Ja! Ja, Tom! Bam! Ist da jetzt jemand dickschig? Oh, aber Hetty gewinnt absolut unverdient. Also jetzt in den 5 Sekunden. Oh, ich hab... oh mein Gott! Ja. Wo? Unter der Brücke. Oh mein Gott, oh, das Hetty so eine... Verdammt, da wollte ich eigentlich noch hinlaufen, um mich neu zu verstehen. Oh Mann, Hetty, dass du so ein Brückenkind bist, war mir klar. Wisst ihr, was jetzt das Schönste ist eigentlich am ganzen Video? Dass es vorbei ist? Nö, dass Stylex suchen muss. Oh mein Gott, kommt, wir kommen hier alle rein. Der findet uns hier nicht. Ja, wo denn? Hier, wo ich bin und dann alle. Leute. So, Tom, los. Okay, jetzt darf aber keiner seine Position ändern, sonst sind wir alle im Arsch. Er darf nur nicht, wenn er sich bewegt. Wir dürfen uns nicht bewegen, weil wir uns jetzt alle einen Block teilen. Ja. Yeah! Jungs, wo ist hier im Hörn das Klo? Ich muss mal. Ich glaube, Erdgeschoss neben dem Pistenraum rechts.
Nein, es war die dümmste Idee überhaupt, und dieses Versteck zu teilen. Wer konnte denn wissen, dass er einfach da reinfällt? Ich bin hier wieder weg. Ich bin entkommen. Warte mal, Tom ist entkommen? Ja. Aber sowas von. Kitty lebt auch noch. Alter, Tom, das ist so unverdient. Was unverdient? Das ist Alter, so, das ist unverdient hoch 20. Das ist also sowas von verliebt, dass ich hier gerade weggekommen bin. Es hätte auch gut sein können, dass das übelste Versteck wird. Von wegen Hall of Shame. Hm. Du bist trotzdem noch drinne. Wie trocken das rauskam. Yo, wo war Tom? In dem Loch. Oh, Tom, das ist aber weit geschafft. Das ist der Camouflage-Meister. Manchmal habe ich so das Gefühl, als ob Michelle Hetty deckt. Ja. Niemals. Doch, es wirkt manchmal so. Oh, Hetty. Ich höre, sie ist da beim Friedhof. Ich schwöre auch zu 100%. Nee, draußen ist sie nicht. Schön, dass es hier rausgeht. Das ist auch mal cool, dass wir das erfahren. Also, ich wusste schon lange. Schön. Hetty, kommst du raus? Bitte, ich hab euch nachgeahmt. Okay, eigentlich habt ihr mich nachgeahmt, weil ich mich als erstes so versteckt habe, aber... Ja! Wo? Ist im Loch. Oh mein Gott, du Lochkind! Wir waren selber Löcher. Das ist immer noch Frauen. Oh mein Gott, Tom, nein. Tom! Nein! Oh, ja, klar, das ist so, wenn man suchen muss und... Beruhig dich, Mädchen, beruhig dich. Wir haben alle gute Verstecke. Michelle, wen findest du zuerst? Mein Baby. Nein, halt die Schnauze. Dann mein Zwilling. Bitte? Alles so, als ob sie keine Spitznamen von Michelle bekommen. Hallo? Hä? Wir kennen dich nicht. Nee. 3, 2, 1. Let's go. Hui, Papi. So, du hast jetzt 8 Minuten Zeit, alle außer mich zu finden, damit ich jetzt auch mal eine schöne Runde gewinne. Ja, aber vielleicht finde ich das ja im Gegensatz zu Hattys Anruf schön. Mal abends vorm Schlafen gehen, deine Stimme zu hören. Das finde ich absolut widerlich. Musst du meinen romantischen Moment komplett kaputt machen? Ja, in Sachen Romantik bin ich wirklich ein Noob. Letztens stand ich vor Michelles Tür, hatte so einen Strauß Rosen in der Hand, aber keine Schokolade, und deswegen hat das Mädchen mich 2 Stunden ausgepeitscht. Sie mag auch keine Rosen, sie mag Veilchen. Ja, deswegen werde ich ihr das nächste Mal direkt auf die Fresse schlagen. Immer richtig schön. Dann geht das. Michelle, by the way, du bist übrigens schon an mir vorbeigelaufen. Oh, das finde ich schön. Das finde ich auch gut. Hi, Tom. Oh. Nein. Ah, Tom, also diese Runde wird das nichts mit dem Meistertitel. Stylex hat mich belogen, betrogen, mir eine SD-Karte geklaut und mich zusammengeschlagen. Und damit wir den Morgen danach Kaffee trinken. Gott, dieses unmenschliche Wesen. Da würde ich sagen, hätte ich auch sein können. Das Ding ist, Stylex ist dann, nachdem wir Kaffee getrunken haben, gegangen, ohne zu zahlen. Oh mein Gott, wisst ihr was? Ich rufe direkt meine Mutti an und werde ihr davon erzählen, wie ich doch noch eine Runde Hide and Seek gewonnen habe. Die wird sich voll freuen für mich, dass ihr Sohn doch mal was im Leben geschissen bekommen hat. Das ist so unverdient. Die droht nur 15 Mal am Tag. Ist nur so 10, 20 Mal, und dann haut sie einfach nur 10, 20 Mal auf die Fresse, aber sonst geht's eigentlich. Wie viel Kuh hat die eigentlich? Das ist eine gute Frage. Steckt eigentlich eine Menge Kuh drin, muss man ja sagen. Aber Kühe sind nicht die schlauesten Lebewesen. Können nicht mal schwimmen. Was? Kühe können nicht schwimmen? Ehrlich? Oh mein Gott, wartet mal kurz. Kühe können im Allgemeinen schwimmen, aber hier im Beitrag steht, dass es eine Geschichte gibt, dass moderne Hochleistungskühe das nicht können, weil sie einen degenerierten Schließmuskel haben, und das würde bedeuten, sie würden einfach voll laufen beim Schwimmen. Ich schwöre, das passiert hätte jedes Mal, wenn sie ins Schwimmbad geht. Sie läuft einfach von hinten voll. 3, 2, 1. They ask you how you are, you just have to say that you're fine.
fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ja, das war's mit der Folge Hide and Seek. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr davon wollt, seid einen fetten logischen Daumen rum durch. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen Abend zu einem neuen logischen Video wieder. Bis dann, bleibt ihr logisch, schaut rein und logisches Cheerio. Ciao.